Wir haben in der katholischen Kirche derzeit viele Krisen zu beklagen. Und eine unserer Lieblingskrisen, mit der wir uns ganz besonders beschäftigen, ist die Frage nach der Struktur. Wie viele Gemeinden müssen wir zusammenlegen? Wie viele Gottesdienste haben wir zu streichen? Wie viele Kirchengebäude müssen wir schließen? Aber ganz ehrlich, für mich sind diese Fragen nur ein Symptom für eine viel tiefer liegende Krise. Wir haben nämlich die Vision verloren. Heute gibt es sowieso nur noch ganz marginale Unterschiede zwischen Christen und Nichtchristen. Wir müssen ganz dringend diese Vision wieder zurückgewinnen. Und die steht ziemlich deutlich in der Bibel drin. Jesus hat eine Vision für seine Jünger gehabt, mit einem ziemlich klaren und deutlichen Auftrag. Der heißt nämlich, macht alle Welt zu meinen Jüngern. Was das heißt? Ganz einfach. Jesus ging es darum, dass wir, alle Menschen, eine Beziehung zu diesem Gott führen. Damit die Menschen erleben und erfahren können, welchen Mehrwert das Christentum für ihr Leben hat. Welchen Mehrwert an Leben der Glaube bringt. Die Kirche hat nicht einfach nur eine Mission, sondern Jesu Botschaft ist die Mission und die hat eine Kirche. Und wenn wir das endlich wieder anfangen zu leben, dann wird auch Kirche genauso provokativ anziehend sein, wie es damals die Jünger Jesu gewesen sind. Wie sieht's mit dir aus? Welche Vision für diese Kirche hast du? Wie wichtig findest du die ganzen Strukturfragen, denen wir uns derzeit eigentlich stellen? Schreib's in die Kommentare. Und für alles Weitere zum Thema Umbau und Umstrukturierung von Gemeinden, klickt in den Kasten.